Hallo Leute, gestern waren wir zum ersten Mal in diesem Jahr sondeln und da haben wir jetzt einen kurzen Clip, leider ohne Ton, deswegen muss ich ein bisschen kommentieren. Eben der größere Metalldetektor von den beiden ist mein Simplex Plus von Nocta und hier links, genau der gelbe, das ist der von Garrett Ace 150. Der erste Fund ließ nicht lange auf sich warten und war schon sehr interessant. Gleich sehen, was daraus kam. Genau, das war unser Hufeisen. Wir wissen noch nicht genau, aus welchem Jahr das stammt, müssen wir noch herausfinden. Falls ihr euch da gut auskennt, könnt ihr sagen, aus welchem Jahr das stammt. Ja, der nächste bedeutende Fund haben wir dann auch ein paar Minuten später gefunden. Also wir haben nicht nur Nägel und Drähte gefunden, sondern auch mal ein paar interessante Sachen. Ja, Schnee macht natürlich auch das Ganze nicht leicht, aber hat eisig kalt, aber ist ein schönes Hobby, deswegen passt es. Also wir dachten erst, dass es eine Erkennungsmarke war, aber ein bisschen groß und ein bisschen schwer für eine Erkennungsmarke. Und so rotzig sind normalerweise keine Erkennungsmarken. Das haben wir nachher auch noch gereinigt, wir wissen selber nicht, von was es ist, vom Gespann oder von irgendwas. Genau, der nächste Fund, wie man hier sieht, es waren Patronen. 5 Patronen, genau, von K98. Die waren noch mit Ladestreifen, wie man hier sehen kann. Das war der letzte bedeutende Fund, den wir hatten. Hier sieht man genau, wo er nochmal eingesetzt war, also im 98K. Der Wehrmacht, Standardgewehr, Karabiner. Und hier haben wir jetzt noch allgemein die Funde, die wir mitgenommen haben, aufgezeichnet. Links ist noch ein Nagel, neben dran ein Metallstück, wissen wir nicht. Ganz vorne sieht er aus wie so ein Splitter. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, was es sein könnte. Eben unser Hufeisen. Und rechts dieses Teil, wo wir nicht identifizieren können. Und in der Mitte, genau, da ist irgendein vom Gespann oder von einem Ochsen eine Kette. Einen guten Tipp kann ich euch jetzt noch geben, abonniert den Kanal auf jeden Fall, es werden viele weitere coole Videos und interessante Sondervideos hochgeladen von uns in nächster Zeit, deswegen bleibt am Ball und falls ihr einen Tipp habt, was das rechte Teil sein könnte zum Beispiel, schreibt es in die Kommentare, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, ciao!